Moinsen, Mahlzeit und hallo. Grüßt euch mal wieder zu einer wundervollen neuen Folge von Yuppie Zockt. Heute haben wir wieder Super Liminal im Angebot. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Et voilà. Der Ladebildschirm geht schon wieder steil. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt wird, zumal es letztes Mal echt ziemlich heftig für mein Gehirn war. Es schmerzte mir danach noch tagelang. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende hinter euch, habt schon wieder gut starten können. So, Wecker aus, 6 Uhr morgens, meine eigentliche Aufstehzeit. Und wir sind wieder im Flur, wo wir jedes Mal sind. Und ich kann nicht anders. Ich muss einfach mal hier wieder Feueralarm auslösen. Boah, ist das heute schnell? Okay, hier kein Radio. Aber macht nichts. Wir gehen weiter. Ja, was ich eigentlich definitiv mal wieder anmerken sollte, ist für den Fall, dass ihr... Okay, hier ist wieder so eine Durchgangswand. Für den Fall, dass ihr mal wieder Lust habt auf ein geiles Abo, dann hinterlasst gerne eins bei mir. Für den Fall, dass ihr noch keine Abonnenten seid, denn darüber freut sich meiner einer sehr. Okay, push bar to open. Gut. Okay, da kann ich rüber. Oh, noch ein Feuerlöscher. Das ist schön. Finde ich super. Kann ich gut mitleben. So. Okay, wir sind in einem Räumchen und es sieht mir aus, als ob ich den hier nicht anpacken könnte, weil der irgendwie fest ist. Und den auch nicht. Aber wenn ich hier drauf drücke, dann kommt er. Hm. Okay. Feuerlöscher. Mann, den übersehe ich doch glatt. Den muss ich ja leer machen. Okay. Hä? Zur Hölle. Okay, davon kann ich definitiv nichts mitnehmen. Steckdose, nein. Irgendwo muss hier doch was sein. Wieso sind die gerade zurückgeflogen? Okay. Ich habe gerade irgendwie durch den linken Trigger gemerkt, dass es zurückfliegt. Aber welchen Sinn macht das? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Okay, da fliegen echt nur die Dinger ab. Ich bin ein wenig verwirrt. Und ja, das ist, abgesehen davon, dass das eigentlich ein Normalzustand bei mir ist, irgendwie außergewöhnlich, dass ich so verwirrt bin, wenn ich jetzt drauf gehe. Okay. Da fliegen sie wieder zurück. Die Tür geht auch nicht auf. Da ist auch nichts. Der ist nicht zu machen. Das ist nicht zu machen. Ich bin ein wenig irritiert. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin stark irritiert eigentlich. Muss ich jetzt irgendwas mit diesem Feuer... Meldeding machen oder wie? Ach, warte mal. Tür. Okay, die kann ich doch bestimmt mitnehmen und dahin legen, oder? Ja, okay, gut. Okay. Oh, 10.
Okay, hier kann ich Musikwünsche auswählen. Das ist schon mal schön. Aber es hilft mir auch jetzt wirklich nicht weiter. Okay, hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht. Hä? Okay. Hä? Ich könnte hier jetzt wahrscheinlich hoch. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, hier haben wir wieder meine Lieblings-Pappmaché-Dinger. Ah, okay. Ihr Schweinebacken. Okay. Gut, damit wären wir rüber. Und ich glaube, hier geht es jetzt einfach raus. Hä? Okay. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. Oh. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Ist das eklig? Okay, ich tippe mal darauf, dass ich hier irgendwie eine Brücke bauen muss. Ich wollte es eigentlich nur ausmachen, aber LT drücken zum Zurückgeben. Ja, okay, gut. Ist das anstrengend? Okay. Wir versuchen es nochmal. Okay, da muss auch noch einer drauf. Ich breche ins Essen, das ist echt. Also das ist ja beinahe schon Mobbing. Gut, versuchen wir es mal, ob ich da... Das ist schräg. Okay, aber es hat geklappt. Hä? Wieso ist mein Cursor jetzt ein Smiley geworden? War der das die ganze Zeit schon? Nein. Mein Cursor ist zum... Wieso ist der ein Smart... Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Das war doch... Ich... Hä? Da war doch definitiv gerade ein Smiley. Okay, was kommt jetzt? LT drücken zum Zurückgeben. Aber den muss ich doch... Hä? Den wegschubsen? Nein. Okay. Ich kann hier wieder... Ich tippe mal da drauf, dass ich irgendwas mit diesem Apfel machen muss. Aber der rollt. Oh, okay. Der war groß. Okay, alle wieder zurück. Hä? Der liegt noch drüber angeblich. Okay. Könnte ich jetzt alle hier wieder zurückfahren und dann passen? Ja, wie geil. Okay. Dann machen wir doch mal Musik. Ah, wieder ein Feuerlöscher. Okay, leer ist er. Gut. Also, ich bin in einer riesen Halle. Den Apfel kann... Oh Gott. Da ist ein Ventilator. Und hier ist ein Schalter. Ich habe eine richtig doofe Vermutung. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie hin. Okay. Dann machen wir den einfach mal hier richtig schön voll, dass da hinten der überläuft, oder?
Irgendwann wird wohl einer hier hochfliegen, bestimmt, denke ich. Das ist schräg. Oh Mann. Das ist total weird. Na komm, richtig viele. Okay. Warum bist du so? Was? Klone einen Gegenstand viel zu oft. Okay. Gut, das heißt, den habe ich zu oft. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Nein, nein. Nein! Ich bin echt Banane. Komm, komm, komm her, komm her, komm her, komm, komm, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich das hier klonen und irgendwie bewegen? Okay, warte mal, den. Nein! Arsch! Haha. Okay. Ihr versteht mein Dilemma bestimmt. Okay. Nein, 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 komm her, du! Ah, grausames Ding! Das ist ja wohl echt nicht die Wahrheit. Okay, alle wieder dahin. Na komm, und nochmal, und nochmal, und mehr, und mehr, und mehr. Wieso kommen da jetzt kleine raus? Wieso werden die kleiner? Das ist ja wohl total seltsam, denn die werden da hinten immer kleiner. Aber... Kann ich hier außen rum? Ah, okay. Ich würde es ja gerne hochheben, aber er lässt mich nicht. Okay. Okay, na komm. Na komm, roll her zu mir.
willst mich hier verarschen, oder? Nein! Falsche Taste! Okay. So ein Scheiß. Okay. Okay, komm, komm, ihr alle her. Oh, ein grüner Apfel. Na komm, kommt her. Ist das Wahnsinn? Ist dieses Spiel echt mies? Nein! Nein, sie sind zu klein, sie sind zu klein! Bist da? Ich kann nicht mehr. Ist das der letzte gewesen? Das war der letzte. Ich kann nicht mehr. Alter. Ihr seid doch echt kacke. Wie mache ich das? Kann ich das Ding hier irgendwie ausstellen? Hm. Kann ich, wenn ich mich da oben hinstelle, geht das vielleicht? Nee, dadurch geht er auch nicht aus. Und das ist das einzige Teil, was ich habe. Okay. Da ist ein Riesenapfel. Okay. Na komm. Nein! Er ist schon wieder abgewandert. Eigentlich müsste ich einen erwischen, der so ein bisschen zu mir hinläuft. Nein. Okay, nein. Oh, ist das gemein? Kommen alle nicht zu mir hin. Ich meine, ihr versteht, was ich meine, oder? Es ist so ein, Also dieses hässliche Kackviech. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier oben... Vielleicht ist diese Bank auch aus einem Grund da. Nee, schade. Ach, kann ich hier vielleicht was machen? Nein, okay. Nein! So einfach war das? Okay, gut. Warning.
Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Okay. Erstmal hier Feuerlöscher kaputt machen. Und ich glaube, dann muss ich hier dieses... dieses Schild hier quasi für mich zu einer Rampe machen. Denke ich. Oder? Wie seht ihr das? Ich hoffe mal, ihr seht das ähnlich. Ah, oh, okay. Ich bin jetzt hier einfach nur runtergefallen. Okay. Kann ich das damit umwerfen? Das ist ja witzig. Okay. Gut. Ja, jetzt sind wir wieder irgendwo im Nirgendwo gelandet. Hier haben wir wieder irgendwelche Sachen. Alter Vater. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Den kann ich hier nutzen, wie ich blöde bin? Das ist ja geil. Hä? Wie witzig. Okay, ich kann hier so viele keine Ahnung was Schilder rausballern, wie ich möchte. Jetzt laufen wir erstmal. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs, or look good. Okay. Gut, wir haben einen mega großen Automaten gezüchtet und ich glaube, jetzt geht's ab in den nächsten Traum. Ich bin gespannt. Sieben Uhr. Eigentlich schlafe ich nicht so lange, aber okay. Who cares? Loading. Was passiert hier? Hallo? Voll seltsam. Hallo? Hat er sich jetzt aufgehängt oder wie? Oder wie oder was? Okay, nein, hat er nicht. 7 Uhr morgens und... Hä? Relaxation Room? Okay, also, der Weg ist versperrt. Eigentlich war ich doch mal in Suit F. E. D. Okay, jetzt bin ich also in Raum D aufgewacht. Und da haben wir den Entspannungsraum. Ja, gut, okay. Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich diesen Raum betrete, was da mit mir passiert. Also gucke ich erstmal, ob hier was anderes ist. Our mission about us. Okay. Und draußen scheint scheinbar die Sonne schon sehr, sehr hell. Und draußen, ja. So, hier haben wir...
Getränke. Und ich könnte jetzt hier theoretisch vor Wolken entspannen, aber das bringt uns nicht weiter. Also, Glenn. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, also nicht nochmal hier dieses... Okay, jetzt gehen wieder die normalen Schalter. Und dann kriegen wir doch hier eine Random Soda einfach mal raus. Und natürlich ist es... Ah, machen wir mal groß für euch. Eine. Hallo? Man kann es nicht wirklich gut sehen, aber eine Random Soda. Gut, also... Oh, okay, da hätte ich vielleicht mit dem Ding durchgehen können sogar. So, wo sind wir? Riesiger Raum. Tür. Keine Uhr zum Anpacken. Oh, hier, ja? Meine Damen und Herren... Ah, ne, Quatsch. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Jahrtausend-Juppie. Was ist das denn? Okay. Okay, da geht's weiter. Kabusch. Und? Okay, das ist ein bisschen groß geworden. Ich glaube, so komme ich... Alter, das ist echt mal krank. Das ist sehr, 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 sehr irritierend und... Na, was wohl krank. Okay. Okay, hier könnte ich theoretisch rein, aber irgendwie ist der Ausgang zu groß. Zu klein. Ah, okay. Das heißt, den muss ich jetzt ordentlich groß machen. Dann kann ich da auch vielleicht rein in diesen Ausgang. Das ist also... Chapeau. An alle Leute, die sich diesen Schwachsinn ausgedacht haben. Hallo, Glenn. Okay. Das ist ja witzig, dass man die Musik so ein bisschen steuern kann. Okay. Wir sind wieder. Also diese Kleinigkeiten, die liebe ich an diesem Spiel ja echt. Hallo Glenn. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Okay. Gut, wir sind hier also... Wir sind hier also wieder in irgendwas gelandet und... Alter Vater. Okay. Das Ding ist ziemlich laut. So. Machen wir mal wieder klein. Ach du Scheiße. Okay. So. Wir, also dieses Haus in Haus in Haus, Caution Wet. Okay. Ich komme nicht drauf klar. Das ist echt total schräg. Eigentlich wäre ich jetzt zu groß hierfür. Die Frage ist nur, inwieweit es mich weiterbringt. Kann ich hier irgendwas machen? Aber mal den. Kann ich die mitnehmen? Nein.
Dann muss ich vielleicht ihn hier mitnehmen. Und? Bringt mich das weiter? Oh, okay. Okay, sehr hoher Raum. Das heißt, ich brauche einen großen Lüfter wahrscheinlich. Oder komme ich hier dadurch nicht weiter? Nee, da komme ich nicht rein. Ich denke, ich muss die Fenster aufmachen, oder nicht? Okay, größer. Okay. Das Ding muss richtig gewaltig werden. Aber wie komme ich da hin? Okay, vielleicht nochmal hier die anderen Dinger angucken. Nein, die sehen alle gleich aus. Ich verstehe es nicht. Oh, okay. Das war nicht der Plan. Vielleicht geht das. Also ihr seid meine Versuchskaninchen. Ich raff's ehrlich gesagt selber nämlich nicht. Also da ist gar nichts. Es ist nirgendwo was. Mein Gehirn tut weh. Ist da im Wischeimer was? Nein. Und nein, ich schneide dieses Video wirklich nur an den Stellen, wo ich zur Tür muss oder sowas, aber ich verstehe es nicht. Caution Wet. Hä? Was soll dieses Caution Wet Ding? Was hat es damit mit diesen komischen Dingern auf sich? Warte mal. Ich jetzt den hinstelle und den hier drehe zum Beispiel. Halt mal. Hä? Warte mal. Habe ich hier gerade ein Fenster rausgenommen? Halt mal, so, wenn ich das jetzt hier hinstelle, groß. Okay. Es bringt mich nicht weiter. Hä? Ich habe jetzt ein Riesenfenster. Und das hilft mir wie weiter? Das ist schräg.
Warte mal, wenn ich das jetzt noch viel größer mache, hilft mir das? Ach du Scheiße. Okay, ich hätte es... Ach du Scheiße. Okay. Ja, gut. Okay, so viel dazu. Gut, wir sind in einem Duschding und Glenn ist wieder da. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Oh, okay. Whatever you do, don't focus on that. Oh, oh, oh! Ich glaube, dass ich zu... Ich hab's kaputt gemacht. So, okay. Versuchen wir jetzt da rein zu... Halt, ich... Hä? Bin ich so winzig? Was soll der Scheiß denn? Okay, gut. Wir laufen hier rein. Und... Hä? Okay. Das Ding muss also riesig werden. Okay. Okay, da komme ich wieder mit dem Ding nicht raus. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also ich bin jetzt hier im Mini-Style. Okay, das ist ja schon mal gut. Aber nicht, ich kann nicht größer werden. Okay. So, das Ding muss also irgendwie da oben hin, oder? Kommt das hin? Dann kann ich... Ach, oh, bitte. Ich bin so ein Brainy. Gut, wir sind weiter. Ich glaube, ich habe mich jetzt sehr klein gemacht, aber okay. Hallo, Glenn. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich irgendwie es schaffe. So. Okay, ich werde irgendwie immer kleiner, kann das sein?
Okay, das heißt, der muss viel größer. Und? Muss ich den jetzt da reinpacken? Wahrscheinlich, oder? Gut, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinlaufe, lande ich als winzige Schachfigur. Ist das anstrengend. Hallo, ich bin viel zu klein. Ich laufe mir eine Wolf. Aber gut, ich laufe. Es ist besser als nichts. Und ich habe das Gefühl, ich komme echt null voran. Aber da hinten sehe ich ein Haus. Hallo? Okay. Perspektive ist alles, ne? Okay, machen wir es noch ein bisschen kleiner. Dann bin ich nämlich wieder normal groß und kann mich wieder normal bewegen. Oh, wie schön ist das denn? Boah, was ein Horrortraum. So, Meeting for Cardboard Lovers Association. So, boah. Und nochmal so als kleine Erinnerung für den Fall, dass ihr es noch nicht gemacht habt, gerne da unten, also, nee, da, habt ihr gesehen? Abonniert. Abonniert ihr, Leute. Ja, ich bin für diese Folge hoffentlich dann auch durch. Sage auf jeden Fall mega herzlichen Dank dafür und hoffe, dass es euch gefallen haben sollte. Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen und bis dahin macht auf jeden Fall einen schönen Tag aus dem jetzigen. Bis dann, macht's gut. Ciao, euer Juppie.